Ja, und ja, was ist hier los? Damit ein herzliches Willkommen zu Assassin's Creed Origins. Ja, schon wieder ein neues Spiel auf meinem Channel. Das ist irgendwie etwas ungewohnt, aber bitte gewöhnt euch nicht daran. Assassin's Creed ist für mich kein Neuland. Ich habe auch, wollte gerade schon mal aufnehmen, dann musste ich allen Ernstes die deutsche Sprachausgabe musste ich noch runterladen. Das weiß man ja nicht, sowas. Hatte ich auch Sachen erzählt, wie dass ich Black Flag am besten fand und dass man halt im Black Flag anstatt des Multiplayers, wo man sich gegenseitig abschlachtet, einfach ein Open World gemacht hätte, wo jeder Spieler sein eigenes Schiff hat und man hätte sich dann im Kampf und oh, das wäre total geil eigentlich geworden. Ich sollte eigentlich bei Ubisoft arbeiten oder so. Oder überhaupt sollte ich eigentlich Spiele entwickeln. Ich habe so geile Vorstellungen von gewissen Games und wie man Games noch viel, viel besser machen kann. Oder ich denke einfach mal, dass sie dadurch besser werden. Ja, ich hatte noch ein bisschen mehr erzählt, aber ich hasse es, mich zu wiederholen. Deswegen war das jetzt einfach mal die Kurzfassung und komm, wir drücken jetzt X und hoffen einfach mal, ja, wir dürfen jetzt Deutsch hier, man sieht es, man muss es echt runterladen, das ist schon irgendwie peinlich, sonst gäbe es nur Englisch. Ist ja eigentlich in Ordnung, aber es ist doch hart. Ich habe noch nie erlebt, dass man sich dann noch Deutsch. Geil wäre es gewesen, wenn ich dafür bezahlen hätte müssen. Ja. Naja, gut. Mit dem Deutsch. Gib mir Deutsch. Fortsetzen. Die Ehrlichkeit lassen wir so, wie sie ist. Viereck zum Fortsetzen ist auch irgendwie eine Taste. Wow. Inklusive Twitch. Ja, scheiß ich drauf. Origins. Dann. Ach komm, wir. Go, würde ich sagen. Ja, einfach so ein Jute-Säckchen hat er auch über den Kopf. Neues Spiel. Natürlich normal. Das ist, glaube ich, auch neu, ne? Früher gab es sowas nicht. Zack. Also, dass Assassin's Creed Schwierigkeitsgrad hat, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Was ist das? Wer Assassin's Creed noch nicht kennt, oder noch nicht mal sich großartig was darunter vorstellen kann, es gibt einen Film, der das relativ gut erklärt. Ansonsten guckt beispielsweise bei Sarazar, der hat viele Let's Plays darüber aufgenommen. Ich glaube, Black Flag auf jeden Fall, Syndicate auch. Und guckt bei anderen YouTubern, ob die das haben, damit ihr so ein Gefühl dafür kriegt, was es hier überhaupt ist. Und dann kommt doch bitte wieder zurück und guckt meins an. Ein Jahr später. Knickpyramide? Was? Du bist der Magi aus Siva. Ich dachte, die Magi wären die Beschützer des Pharao. Ich bin keinem Pharao verpflichtet. Siehst du das?
Das ist doch mein Name, Neck! Wir werden dich finden! Wir werden dich finden! Wenn du schläfst! Schlaf! Ich schlafe nie! Ich warte nur in den Schatten! Und ich werde euch alle töten! Jeden, der an diesem Tag dabei war, in Siva! Was zum Teufel? Die Bakos holt jetzt gleich. Ja, natürlich. Du hast meinen Herrn ermordet und mich für tot gehalten. Das war ein Fehler. Dein Herr war ein Mörder. Ich räche meinen Mann. Ich habe ihm die Treue geschworen. Das ist eine Frage der Ehre. Ich bin der Magi aus Siva. Dann bist du ein würdiger Gegner. Ach, sogar mit Schadensanzeige. Das gefällt mir nicht. Du magst schnell sein, Magi. Aber ich bin stärker. Aber die Schnelligkeit gewinnt über die Stärke. Hat das noch keiner gesagt? Welch Ehre, gegen den letzten Magi gekämpft zu haben. Schöne Zeit eigentlich, wo es noch ehrenhaft war, gegen ihn zu kämpfen. Du, nein, kann ich irgendwie... Was zum Teufel? Er überlebt wahrscheinlich diesen Sturz. Alle überleben diesen Sturz. Ernsthaft? Warum ist er so komisch stehen geblieben? Eine zerbrochene Waffe rettet dich nicht! Dieser Ort wird einem von uns als Grab dienen! Mögest du es sein! Lassen wir die Waffen ruhen. Du bist keiner von denen, die ihn töten will. Eine Frage der Ehre! Wir kämpfen bis zum Tod! So soll es sein. Okay, das Kampfsystem wird wahrscheinlich eine Qual. Das erwartet dich. Plündern natürlich. Eine Keule. Ich will den Assassin nicht mit einer Keule ausstatten. Das ist so falsch einmal. Ziele, Quests, Ausrüstung. Da. Okay, ich mag das Interface hier. Ist, ein bisschen Rollenspiel. Ach ja, genau. Es sollte ja auch etwas rollenspiellastiger werden. Was für mich wieder was Gutes eigentlich ist. Wir werden sehen. Ich will die Scheißkeule nicht. Ich will das. Neck. Kein Ausgang. Tragen. Den behalte ich. Nein. Hier gibt es keinen Halt. Ich brauche einen Weg in einen anderen Raum. Kann ich nicht wieder wegstecken? Hallo. Die Skarabäen müssen irgendwo herkommen. Dann lass doch die Waffe in der Hand, ist mir auch egal. Ich will nicht pfeifen, hör auf zu pfeifen. Spiel, erklär mir doch mal, was ich tun soll. Natürlich.
Hallo? Ach, gedrückt halten, okay. Das sieht schon cool aus. Denkt immer dran, auf 720 zu packen bei YouTube. Falls das nicht bei euch schon aktiviert ist. Gerade beim Handy spackt das öfters rum, also ich habe das Problem. Dann ist die Grafik etwas besser. Es werde Licht. Das wurde sicher schon vor vielen Jahrhunderten erbaut. Ach, gedrückt halten. Ja, viel gedrückt halten irgendwie. Was ist das? 6 Mark. Vergib mir, großer Amun. Aber das brauche ich. Ach, der vergibt schon. Jetzt fange ich langsam an, mich zu fragen, ob es das irgendwann mit Wikingern gibt. Ja, ich bin voll der Robocop. Kann ich eigentlich auch irgendwie springen oder so? Oder kann ich nur laufen? Was bin ich eigentlich für ein Assassine? Voll der Billo. Da hinten ist irgendwas. Ah, Alpha Wand. Geht die Fackel auch irgendwann aus? Wäre irgendwie ungeil. Die Reichtümer der Vorfahren. Ja, nimm die mit. Das ist bestimmt mehr als 5 Mark drin. Sieht das schon besser aus. 200 Mark. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das irgendwie 200 Goldstücke hier so viel ist wie 1 Euro. Umgerechnet. Aha. Pelz. Ich kenne mich mit der ägyptischen Mythologie nur sehr wenig aus. Also auch für die, die Assassin's Creed noch nicht kennen und keine Lust haben, einen anderen Teil bei jemand anders anzugucken. Assassin's Creed erzählt sozusagen, wie kann man das? Es sind Teile aus der echten Geschichte, wie sie bekannt ist, wie sie in den Büchern steht. Ah, ich kann klettern, cool. Hui. Und zum Beispiel in Assassin's Creed 3 hat man Benjamin Franklin kennengelernt. Nein, hat man ihn kennengelernt beispielsweise. Oder, oh, ich weiß gar nicht. Also man trifft, nimm das alles mit. Man trifft dann immer wieder so ein paar geschichtsträchtige Leute. In Syndicate hast du, glaube ich, sogar, oh, wie hieß er? Darwin, glaube ich. Boah, wieso habe ich aufgestoßen? Darwin getroffen. Charles Darwin. Ist immer sehr interessant eigentlich. Das ist auch das Einzige, was mich wirklich an Assassin's Creed immer so reizt. Diese Geschichtssachen. Und die auch auf wahren Begebenheiten sind. Der Assassine selbst. Assassin gab es mit dem Namen nicht wirklich, weil ein Assassin ist einfach nur ein Killer, ein Meuchelmörder. Und die es damals gab, das waren Hashashin, wenn ich es richtig ausspreche. Wenn nicht, vergibt mir. Und die hatten halt politisch motivierte Morde und so, ne? Aber auch die Ähnlichkeit der Assassinen gab es auch. Ich habe das Gefühl, da war ich vorhin. Es gibt keine Minimap, das ist scheiße. Also nicht mal so annähernd, wo ich lang gehen soll, deswegen könnte das hier noch etwas dauern. Wer bist du? Das ist Ra. Auch die Götter kenne ich einigermaßen. Also Ra, Anubis. Anubis ist klar, jeder kennt Anubis.
Ich habe das Gefühl, hier soll ich nicht sein. Fuck. Jeder kennt Anubis. Komm ich hier hoch? Nein. Springen wir nochmal dran, um es zu checken. Ich habe das Gefühl, ich muss da irgendwie hin. Die einzige Möglichkeit, da hinzukommen. Ich will nur mal betonen, dass diese Fackel echt lange hält. Obwohl das nur so ein kleiner, dünner Stab ist. Ah, doch, da kann man hochklettern. Okay, springen. Noch etwas Geschmeide. Hier wird es wieder runtergehen, das wollen wir auch nicht. Geh mal hoch da. Okay, Weg gefunden, würde ich sagen. Klar, springen. Also, dass es rollenspiellastiger geworden sein soll, das ist auf jeden Fall wieder etwas, was mir gefällt. Es fehlt mir nur immer diese Spiele, die sagen, sie sind Rollenspiele. Und man darf sich nicht... Da oben. Licht. Gut. Lassen wir die Frage einfach mal fallen und betten. Ich habe jetzt wieder einen. Cool. Ah, kann ich mir meine eigene Wege mitmachen? So, Ra, ich muss dir mal hier an den Zipfel lang... Falls du überhaupt rar bist, aber... Ja, du bist rar. Okay. Ach, da ist Licht. Diese Wand. Sieht kaputt aus. Der kämpft auch wie in so einem Rollenspiel. Aber was ich sagen wollte, ist, ein Rollenspiel ist für mich eigentlich, mach deinen Charakter selbst. Soldaten. War ja klar. Kann ich mich da anschleichen? Anscheinend nicht. Ja, was war das? Schnapp die! Stirb! Hepzifer! Pass auf! Bayer, bist du das? Das ist dein Hinterhalt. Wem sagst du das? Da drüben ist er. Oh, ich mag das. Oh, ich bin gegen das Kampfsystem. Du solltest doch tot sein. Und du wirst sterben. Dafür sorgen wir schon. So, jetzt bist du dran. Alter. Ich sehe, du hast neue Freunde. Sie wollten dir eine Falle stellen. Zum Glück war ich da, um dich zu begrüßen, hä? Es waren Monate. Du hast einen Bart, hä? Es war schon fast ein Jahr, mein Freund. Es fühlt sich gut an, rauszugehen und zu kämpfen. Ich bin aus der Übung. In Siva fügen sich alle den Soldaten aus Angst um ihr Leben oder Schlimmeres. Ich habe einen der Maskierten erwischt. Den Raya. Noch vier. Komm. Es war eine lange Reise. Du brauchst Ruhe. Ach nein. Keine Ruhe. Erst wenn die Gedärme aller Maskierten in der Sonne schmoren. Götter, wie du mir gefehlt hast. Wo ist der Reittier? Ah, da bist du ja, Junge. Dann mal los, Zeni. Au, hatte mich gerade... Wie ist es euch hier ergangen, seit ich fortging? Ah, es war schwierig, Bayek. Ohne dich erwarten die Dorfbewohner, dass ich für Ordnung sorge. Aber die Soldaten aus der neuen Garnison mischen sich in alles ein. Eine Garnison in Siva? Ptolemäus will die gesamte Region kontrollieren. Ich gebe mein Bestes, um die Einwohner vor Ärger zu bewahren. Doch ich brauche Hilfe. Ich tue, was ich kann. Aber vergiss nicht. Ich muss meine eigenen Ziele verfolgen. Ah, ich wusste, auf dich ist Verlass, Zeni. Tja... Mal was anderes auf so einem Kamel zu reiten. Oder Dromedar. Was ist hier geschehen? Die Soldaten der Garnison sind brutal. Wenn sie vermuten, dass sie jemand anlügt, brennen sie seine Nachbarschaft nieder. Und Schlimmeres.
War es nur bei der Vermutung? Boah. Willkommen daheim, Bayek. Siva hat dich vermisst. Alter, die grafisch ist... Oh, Alter. Klammer zu. Alter. Ich bewege mich gerade gar nicht. Selbst Schildkröten bewegen sich schneller. Aha, so kann ich dafür sorgen, dass das Pferd das Pferd. Alles, was ihr habt. Täuschen eure Höfe, eure Güter, die eure Einheimischen sehen ja sogar was. Euer Leben, seiner Hoheit Ptolemaios. Kann ich irgendwie rennen? Entschuldigung, ich muss hier mal durch. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Ah, jetzt habe ich es falsch gesagt. Eigentlich sage ich immer, lasst mich Arzt, ich bin durch, aber. Sorry, Entschuldigung. Kann ich irgendwie schneller reiten? Hey, bist du krank im Kopf? Auf dem Weg! Irgendwie muss ich doch schnell. Okay, so, ne? Hoffen wir gleich kämpfen zu wollen. Ich glaube, man kann nicht schneller reiten. Oder es wurde mich noch nicht gelehrt. Bürger von Siva, seht, was aus jenen wird, die Medunamun, dem Priester des Pharao, nicht gehört. Scheiße, wo ist er hin? Niemand in der Oase kann einen Schritt... Was? Mein Heim. Lass das Tier hier, es läuft schon nicht weg. Geh einfach hinein. Ja, wie kann ich absteigen? So nicht. Ah. Das Spiel... Weißt du, sonst hat's, hört es nicht auf, dich mit Tutorials voll zu ballern. Tu dies, mach das, du kannst das tun, obwohl du das schon seit dem Anfang weißt. Und wenn es mal nötig wird, haben das neuerdings Spiele, dass... die dir gar nichts mehr sagen. Sorry. Ruh dich aus. Es war ein sehr anstrengender Tag. Ich will mich aber nicht ausruhen. Ich muss mich auf ihn vorbereiten. Hepzifah! Hepzifah! Schon wieder die Soldaten! Bayek! Rabia! Meine Rabia! Ich habe mich um dich gesorgt. Ah, du kennst mich. Du hattest recht. Ah. Sieh dich an. Schnitte, Prellungen. Ja, das ist nichts. Setz dich. Hm? Setz dich. Setz dich. Ich kümmere mich um dich. Hast dich nicht verändert. Du und Aya. Ich habe euch zwei immer verarztet. Und dann eure Eltern belogen. Die Zeiten ändern sich. Aber du bist noch der Alte. Schön, dass sie das Leder sauber macht in seinem Handgelenk. Sehr freundlich. Schlafender Osiris. Ich dachte, du warst nie wieder auf. Na, Rabia hat mich verarztet und ich war... Ich ließ dich schlafen. Du musst hellwach sein, um es mit Medunamun aufzunehmen. Deshalb, mein Freund. Ein neuer Bogen? Er wird dir gefallen. Na, jetzt lernen wir... Am besten, du triffst sie direkt in den Kopf. Ah, sind das Untote? Ah. Bam, 140. Eine Strohpuppe ist robuster als die andere. Die nicht. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich erst auf die eine geschossen hätte und dann... Gut. Hepzifah!
Was ist denn? Die Soldaten wollen dich holen! Los! Komm, schnell! Sorg dafür, dass niemand dieses Haus lebend verlässt. Hepzifah! Wir wollen nur mit dir reden! Nomak Rotjek wurde ermordet! Womöglich war dein Freund der Major beteiligt! Komm raus, wenn du seinen Namen reinwaschen willst! Hinterhalt vorbereiten! Scheiße! Wenn sie die Briefe bei mir finden, dann werde ich hingerichtet. Sei unbesorgt. Ich töte sie alle. Wie gehe ich in Deckung? Viel Glück. Gegner hat dich entdeckt. Er wird sich nähern und der Sache auf den Grund gehen. Drücke, um dich hinzuhocken oder wieder aufzustehen. Ah, okay. Was war das? Wer ist da? Bleib unten. Er kommt uns zu nah. Hey. Niederschlag. Dreieck? Ich hasse jetzt es. Jetzt erledigen wir den Rest. Das Spielsystem von Spielen, wo es immer echt normal war, einfach die Tastenbelegung geändert wird und die dann sagen, ja, wir haben jetzt hier alle nichts gerechnet. Lass die Leichen nicht so offen rumliegen. Die glauben, sie könnten uns überrumpeln. Sei leise. Hier wird ihn keiner sehen. Hä? Wachsam bleiben. Er könnte aus jeder Richtung kommen. Hey. Was? Osiris wird dir nicht gnädig sein, du Bastard! Wenn wir die Pestbeule fangen, ist sie tot. An uns kommt keiner vorbei. Alarm! Hier drüben! Ist er gerade einer runtergesprungen? Ja, der ist noch da oben. Verdammt, du bist. Bam! In die Gosche. Hier das Gras ist auch echt schön. Waren das alle? Das war's wohl. Danke, Bayek. Ich sagte doch, diesen Scheißkerlen ist es egal. Was für eine Unverfrorenheit. Es ist traurig. Komm mit nach oben. Dann zeige ich dir alle Magi-Pflichten in Siva. Sivas Probleme sind hier. Ich versuche allen zu helfen, aber es ist einfach zu viel. Sagst du mir, dass du nicht über göttliche Kräfte verfügst? Nun, das Problem ist der Mann, den du töten willst. Medunamun. Die Menschen hatten Hoffnung, als er kam. Sie hatten Hoffnung auf Verbesserung. Wir wurden bald eines Besseren belehrt. Fürchte um die Sicherheit deiner Familie, Priester. Ich lasse sie an einen sicheren Ort bringen. Das ist der Mann, mit dem du es zu tun hast. Ich finde ihn und töte ihn. Medunamun ist weit mächtiger, als er aussieht. Und er umgibt sich mit den besten Soldaten. Mir doch egal. Dann stirbst du. Du musst stärker werden, wenn du diesen Scheißkerl umbringen willst. Vor allem brauchst du eine bessere Rüstung.
Ach, die mache ich mir selbst. Waffen sind noch schwieriger. Die Soldaten haben alle im Dorf konfisziert. Ich rede mit dem Waffenschmied. Ja, BNP kann bestimmt etwas für dich anfertigen. Oder Senno hilft dir zu finden, was du brauchst. Senno? Senno lebt noch? Sieh mal einer an. Senno, altes Mädchen. Und gut in Form. Rabia hat sie gesund gepflegt. Ich muss ihr danken. Die Menschen sehen sich nach Hilfe, Bayek. Wenn du ihnen hilfst, helfen sie dir. Ich verstehe. Quest abgeschlossen. Hm. Ach, Fähigkeitspunkte gibt's auch wieder. Das falsche Orakel. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Muss also warten, bis das fertig ist. Wollen wir mal bei den Fähigkeiten gucken. Oh Mann. Hochleistung. Krieger, Jäger, Seher. Aha. Meditieren. Attentats-EP. Kopfschuss. Tja, was ist gerade besser? Ah, das ist gut. Okay, dann die Ausrüstung. Ist, glaube ich, jetzt nicht so... Ist doch der. Auf die Jagd, ich brauche Leder. Auf die Jagd. Drei Bisse. Ja, aber was jagen wir denn dann? Wer ist das Overhard zurückgekehrt? Was sollen wir denn jagen? Ist das eine Höhle? Wie sieht es denn hier aus? Die Nekropole war immer sauber. Aus Respekt. Tiere nutzen die Nekropole als Versteck. Deswegen sieht es hier so aus. Na, das klingt doch schon mal ganz gut. Großvater, ich habe dich vermisst. Ich wünschte, du hättest Remo gekannt. So, machen wir hier mal Licht. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt irgendwas hier bringt. Es ist zu lange her, mein Sohn. Remo, deine Mutter und ich sprechen immerfort von dir. Es ist viel passiert, Remo. Ich bin zu Besuch hier, mein Sohn. Nur einen Moment.
Oh, Chemu. Hier ist es friedlich, mein Sohn. Ja gut, der erzählt wohl nur. Ah, da hinten. Hier auch. Kann ich noch irgendwie schneller laufen? Ah, mit X gedrückt halt. Merkt man kaum, aber bewegt sich etwas schneller. Das Vieh wollte mich doch jetzt nicht gerade angreifen, oder? Die Antilope, glaube ich. Das wird reichen. Dank Nate, Göttin der Jagd. Ausrüstungsseite mit Brustschutz. Ausrüstung. Herstellung? Okay. Das wird perfekt passen. Eine Rasur wäre mal wieder fällig, glaube ich. Finde neue Quests. Okay, also es gibt richtig Quests hier. Das hätten wir schon mal dann geklärt. Da, Versteck. Gehen wir mal dahin. So, irgendwelche Pflanzen, die ich sammeln kann? Fenuku, es ist gefährlich. Geh nach Hause. Bayek, du bist zurück. Wo ist Chenzira? Er wollte sich die Schädel in der Hyänenhöhle ansehen. Aber die Hyänen kamen zurück. Ich bin hier entlang gerannt. Und Chenzira zur Gruft. Ein Glück, dass sie dich nicht verfolgt haben. Geh ins Dorf zurück. Ich finde deinen Bruder. Was? Muss ich es meinen Eltern sagen? Chenzira hat dir das eingebrockt. Also muss er mit ihnen reden. Geh jetzt. Was ist mit meinen Klamotten los? Es nicht mitnehmen. Oh. Na, da war noch was. Ja klar, der wie kam denn der Junge? Egal. Nicht fragen. Sehr gut. Im Spiel niemals so viele Fragen stellen.
Jensira, bleib da. Ich komme dich holen. Hayek, bist du das? Bist du zurück? Plündern, aber wie komme ich denn dahin? Das sieht jetzt nicht unbedingt. Ich finde die antike Tafel. Ich nicht. Finde die antike Tafel. Ja, aber wo ist die antike Tafel? Mach mal auf. Ah, wow. Das war gemein. Wie ist er hier durchgekommen? Bewegen? Dieses Prinzip hier nicht. Es will sich nicht richtig bewegen. Lass erstmal. Was haben wir hier? Lesen wie immer, ne? Kennt ihr? Ah, ich sehe, glaube ich, gerade. Man muss immer. Ist okay. Jensira, geht es dir gut? Nicht zu glauben, dass du zurück bist. Ja. Du solltest hier nicht sein. Ich verstecke mich vor den Hyänen. Fenuku hat mir davon erzählt. Reicht es nicht, dich in Gefahr zu bringen? Musst du auch deinen kleinen Bruder mit hineinziehen? Aber es ist, seit Remo fort ist. Also schön. Ich verstehe. Ich hol dich hier raus. Bayek, sieh nur. Was ist das? Das würde ich selbst gern wissen. Es muss ja alt sein. Eines Tages werde ich lesen können, was da steht. Wie bist du reingekommen? Da lang. Aber da sind die Hyänen. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Bayek, ich will dir was sagen. Naja. Was ist denn, Jensira? Das mit Remo ist meine Schuld. Sie haben gefragt, wo du bist, und ich dachte nicht, dass es jemanden schadet, wenn ich das ihnen sage. Jensira, keine Sorge. Du konntest nicht wissen, was sie tun würden. Jeder andere hätte genau das Gleiche getan. Naja.
Alles gut, kann ich mit dir. Oh. Erstmal Nackenstelle. Bleib in der Nähe. Ah, komm. Wow. Das war dumm. Hyäne! Schätzierer, verstecken! Sie sind noch hier! Ist das ein Berglöwe? Hilf mir! Mach doch schon! Ist sicher. Geh besser nach Hause. Bayek, darf ich dich was fragen? Nur zu. Könnte ich auch ein Magi wie du werden? Naja, du kannst damit anfangen, auf deinen Bruder aufzupassen, statt ihn in Gefahr zu bringen. Versprochen! Jetzt ab nach Hause. Läufst mir jetzt nicht hinterher, oder? Gut. Ja, ich würde mal sagen, das war's erstmal für diese Folge von Assassin's Creed Origins. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen da oder einen Kommentar. Würde mich immer sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.